Brad Kuhn hier auf dem Mobile World Congress 2014 und hier schauen wir uns das neue Huawei MediaPad X1 7.0 an, das derzeitige Spitzenmodell im Tablet-Bereich von Huawei. Wir haben hier ein 7 Zoll Full HD Display in der Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Es ist ein LTPS Full View Angle Screen, also ihr habt hier wie bei IPS sehr gute Blickwinkelstabilität. 10 Punkte Touchscreen, ein hauseigener High Silicon Kirin 910 Quad-Core Prozessor mit 1,6 GHz. Das System bekommt 2 GB Arbeitsspeicher und der Benutzer 16 oder 32 GB Speicher. Es handelt sich hierbei um ein LTE-Tablet mit Telefonierfunktionen. Wir haben hier Dual Band LTE, Bluetooth 4.0, GPS, AGPS und GLONASS, WLAN ABGN und als Kamera vorne eine 5-Megapixel-Kamera, gut für Selbstporträts, das ist ja sehr beliebt derzeit, und auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Licht. Wir haben hier ein Metal Unibody, also auf der Rückseite Aluminium, hier haben wir Kunststoff. Vom Aussehen sieht es sehr gut aus. Wir haben an der Seite einen relativ dünnen Rahmen, was natürlich auch sehr schön aussieht. Als Betriebssystem Android 4.2 Jelly Bean mit der Huawei Emotion UI 2.0. Ob jetzt hier KitKat auf den Markt kommen wird, das wissen wir derzeit noch nicht. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum. Auf der linken Seite haben wir keinerlei Anschlüsse. Hier unten den Micro-USB-Port zum Aufladen und Synchronisieren. Auf dieser Seite Micro-SIM und Micro-SD-Karten-Slot, Power-Button und Lautstärketaste. Und hier oben den Anschluss für die Kopfhörer. Ein wirklich sehr interessantes Tablet, derzeit hier noch mit chinesischem Android. Das kann ich noch nicht so gut. Und preislich auch nicht zu hoch, aber leistungstechnisch schon auf dem neuesten Stand und optisch auch wirklich sehr ansprechend, wie ich finde. Das ist das Huawei MediaPad X1 7.0 hier auf dem Mobile World Congress 2014 in Barcelona.